Hallo Urs, herzliche Grüße aus Berlin in die Schweiz. Dankeschön und danke für die Einladung, zumindest virtuell bei euch dabei sein zu können. Ja, es ist toll, dich auch mal per Zoom kennenzulernen. Bis jetzt hatten wir ja nur telefoniert. Vielen Dank, dass wir im Vorfeld der Fachtagung zum Thema Cannabisprävention bei Jugendlichen sprechen können. Die Regierungsparteien in Deutschland haben sich ja im Koalitionsvertrag geeinigt, die Freigabe von Cannabis an Erwachsene in den nächsten 4 Jahren auf den Weg zu bringen. Und ja, in der Schweiz seid ihr uns ja in Sachen regulierter Freigabe schon um einiges voraus. Und da wollten wir hören, oder ich wollte mal fragen, was können wir denn im Hinblick auf Cannabisprävention für Jugendliche beachten? Was können wir hier in Berlin von Zürich lernen? Okay, ich weiß nicht, ob das große Berlin vom kleinen Zürich so viel lernen kann, aber ich glaube, das stimmt. Wir sind im Moment einen Schritt voraus, aber wie man das ja kennt von den Schweizern, wir sind langsam. Wir sind ja jetzt einfach daran, mal Forschungsprojekte aufzugleisen, um überhaupt mögliche Regulierungsmodelle zu testen, zu beforschen, um zu neuen Informationen zu kommen. Wie könnte eine Regulierung denn sinnvoll aussehen? Und ich gehe davon aus, mit dem Willen eurer Ampel, dass ihr uns in dieser Legislation noch auf der linken Spur überholen werdet. Ob das gut oder schlecht ist, das werden wir frühestens in 3, 4 Jahren wissen, wahrscheinlich. Der schnelle Weg oder der langsame Schweizer Weg. Bei uns sieht es im Moment so aus, dass wir aufgrund einer Änderung im Betäubungsmittelgesetz seit einem knappen Jahr ist es möglich, Pilotstudien mit regulierter Abgabe von Cannabis durchzuführen. Das heißt, das ist nicht eine Regulierung light, sondern das sind Forschungsprojekte. Wir in der Stadt Zürich werden die größte solche Studie demnächst beim unserem zuständigen Bundesamt für Gesundheit einreichen. Das wird ein Forschungsprojekt sein, wo wir maximal 2000 Studienteilnehmer aufnehmen. Und diese 2000 Leute, die werden dann legal Cannabis beziehen und konsumieren dürfen, aber nur diese 2000. Wir möchten das in 3 verschiedenen Settings beforschen. Einerseits der etwas risikoarme Weg, der Verkauf über Apotheken, also so die medizinische Schiene irgendwie, wobei es ganz klar um Freizeitkonsum und nicht um medizinisches Cannabis gehen soll, sondern wirklich nur zum Freizeitzwecke. Das zweite Setting ist eine städtische Abgabestelle, das Drogeninformationszentrum in Zürich, das seit Jahren unsere Drug-Checkings macht und auch beratend ist. Und das risikohafteste, das mutigste eigentlich, dass wir auch Social Clubs beforschen möchten. Wir möchten auch 10 Social Clubs in Zürich haben, also Vereine von KonsumentInnen, die sich selbst organisiert als Vereine gründen und einen Vereinsraum betreiben, wo auch konsumiert werden darf und wo eben auch legales Cannabis erworben werden kann in 12 verschiedenen Produktqualitäten. Das ist das Setting, wo wir jetzt stehen. Bis wir in der Schweiz dann in einer flächendeckenden Regulierung sind, da sehe ich den Zeitraum eher bei 5 bis 10 Jahren, bis wir so weit sind, wie eure Ampel das in den nächsten 3 Jahren eigentlich verwirklichen möchte. So. Wenn wir denn auf die Jugendlichen gucken, dann ändert sich doch für die Jugendlichen bei euch jetzt erstmal nichts, oder? Absolut. Also eine Vorgabe, die wir haben, die kann man fachlich hinterfragen oder so, aber die ist einfach gegeben vom Gesetz. In diese Studien dürfen nur volljährige, aktive Konsumenten aufgenommen werden. In Zürich werden wir auch keine Berufsfahrer aufnehmen in die Studie, keine Pizzakuriere, keine Taxifahrer. Also es wird sich an eine beschränkte Zielgruppe richten. Die müssen volljährig sein und wie wir wissen, sind ja die Jahrgänge, die gerade noch nicht ganz volljährig sind, die am häufigsten konsumierenden eigentlich. Und die werden von der Studie nicht beforscht und die werden auch in den nächsten Jahren nicht an legales Cannabis kommen. Für die wird sich gar nichts ändern in den nächsten 3, 4 Jahren in der Schweiz. Das wird ja bei uns auch so sein. Was macht ihr denn für die spezielle Zielgruppe? Da machen wir natürlich seit Jahren Verschiedenes und ich glaube, ich möchte jetzt keine Eulen nach Berlin oder Bern nach Berlin tragen. Ich denke, das macht ihr. Ich war auf eurer Webseite. Wir machen ganz viel Ähnliches. Also wir arbeiten natürlich universell über die Ausbildungsinstitutionen, wo wir vorwiegend einfach Wissen zu Cannabis vermitteln wollen, auch vor den Risiken, den spezifischen von Cannabis warnen und natürlich darauf auch setzen, mit verschiedenen Mitteln in verschiedenen Kooperationen allgemein
Konsumkompetenz zu stärken. Das geht an alle. Im selektiv indizierten Bereich machen wir dann spezifischere Sachen, dass die sich, was sich direkt an die Konsumenten richtet, an bestehende Konsumenten. Vielleicht ein paar Beispiele. Also wir zusammen mit Jugendarbeiten in der Stadt, mit den Leuten vom Drogeninformationszentrum haben wir jetzt gerade letzten Herbst gestartet, aufsuchende Cannabisprävention zu machen. Also die Jugendlichen an den Orten, wo sie im öffentlichen Raum konsumieren, sie da aufzusuchen, sie mit einem möglichst attraktiven Angebot anzusprechen. Da gibt es zum Beispiel ein Rubbellos, das gibt es auch bei euch, oder? Rubbellose. Ja, gibt's auch. Machen alle gern so Felder aufrubbeln. Und das Rubbellos ist dann aber so eine Selbsteinschätzung über das Risikoverhalten in Bezug auf Cannabis. Machen die sehr gern, die Felder aufrubbeln, auch wenn es nichts zu gewinnen gibt. Und was ganz neu ist, was vielleicht ein bisschen in den Graubereich vorstößt, dass wir diese Leute auch ausrüsten mit THC-Tests. Das sind dieselben Tests, die die Polizei auch hat, um legales CBD-Hanf zu unterscheiden von illegalem THC-Hanf. Nur für die aufsuchende Cannabisprävention ist dann spannend, ob das Gras, das die Jugendlichen konsumieren, das Cannabis, ob es da wirklich THC drin hat. Weil was uns im Moment am meisten Sorgen macht, das ist das legale Hanf, das mit synthetischen Cannabinoiden aufgepeppt wurde. Und das zeigt dann im THC nicht, im THC-Schnelltest nicht auf, fährt aber trotzdem tierisch ein. Und dann ist vor allem geht es darum, hallo Vorsicht, das ist eine Substanz, die du besser nicht konsumierst, weil man noch gar viel zu wenig darüber weiß, über diese synthetischen Cannabinoide. Wenn ihr die Jugendlichen dann getroffen habt, was bietet ihr denn den Jugendlichen an, die jetzt nicht risikoarm konsumieren? Da haben wir ein Angebot, ein niederschwelliges Beratungsangebot, das weit entfernt ist von einer Suchttherapie oder von einer langfristigen Beratung, sondern einfach mal eine Standortbestimmung, wo wir uns Zeit nehmen, so mit den Jugendlichen ziemlich anonym und ohne Dokumentierung und ohne Meldung an irgendwen mit ihnen über ihren Umgang mit Cannabis zu sprechen, um mit ihnen zusammen Strategien zu entwickeln. Wie könnte der Konsum von Cannabis möglichst risikoarm gestaltet werden? Auf was verzichte ich besser? Zu welchen Zeiten wäre es vielleicht besser, auf Cannabis zu verzichten? An welchen Orten, vor welchen Aufgaben, sie zu unterstützen, einen risikoarmen Umgang zu finden mit Cannabis? Wir haben ja über Konsumkompetenz jetzt gerade schon, hattest du ja schon gesprochen. Wie ist denn da euer Ansatz zur Förderung der Konsumkompetenz? Naja, über Konsumkompetenz wird ganz viel geredet in den letzten Jahren, auch über Lebenskompetenzen oder über Rausch- und Risikokompetenz. Das sind alles Schlagworte oder auch Ansätze, die versuchen wir mit einzubeziehen. Aber ich glaube, Konsumkompetenz in unserer Konsumgesellschaft ist so ein vielschichtiges und komplexes Feld. Da muss man mit verschiedenen Ansätzen, mit verschiedensten Methoden versuchen, die Kinder, die Jugendlichen eben an diese Konsumkompetenz heranzuführen. Und da geht es dann natürlich nicht nur um Cannabis, sondern da geht es auch um andere Konsumgüter. Andere Jugendliche haben Probleme mit Zucker oder mit Red Bull und die Dritten mit ihrem Internetkonsum. Das sind dann sehr breite, eher eben universelle Angebote, wo wir versuchen, die Kinder, die Jugendlichen zu verantwortungsvollen, selbstverantwortlichen Erwachsenen hinzuführen oder sie zumindest dabei zu unterstützen. Das gelingt, das ist meine Überzeugung, nur in Kooperation mit ganz vielen anderen Playern und nur mit einer Methodenvielfalt, auch mit einer theoretischen Vielfalt, weil was für den einen Jugendlichen passt, passt für die anderen nicht. Und da versuchen wir halt mit möglichst vielen Leuten zusammenzuarbeiten, die ähnliche Anliegen haben. Und das geht dann von Lehrpersonen über Jugendarbeiter und Sporttrainer bis zu Polizisten oder Sozialarbeitenden. Und was brauchen dann die ganzen Multiplikatorinnen für ihre Arbeit? Ich glaube nicht, dass diese Multiplikatoren Experten in Cannabis sein müssen. Sie brauchen sicher ein Basiswissen zu Cannabis, zu den Risiken von Cannabis, vielleicht auch zu den Konsummotiven, also auch zu den als positiv erlebten Aspekten von Cannabis. Was sie vor allem brauchen, ist Beziehungsfähigkeit und Gesprächskompetenz. Also wir schulen drum auch unsere Multiplikatoren immer wieder auf motivierende Gesprächsführung. Also wie schaffe ich es, zu einem
tabubehafteten Thema wie Cannabiskonsum überhaupt in ein vertrauensvolles Gespräch einzusteigen und die Jugendlichen zu motivieren, dann ihren eigenen Konsum zu reflektieren, zu hinterfragen und wenn nötig zu korrigieren. Das bedeutet aber natürlich auch, dass auch diese Ressourcen weiter gestärkt werden müssen, ne? Weil für Fortbildung und für Weiterentwicklung von Wissen ist natürlich auch einfach Zeit notwendig. Absolut. Ja, und Zeit heißt ja immer auch Geld, oder? Ganz Also genau. für mich ist schon eine Hoffnung, dass die Cannabis-Regulierung auch gewisse Abgaben einbringt, die dann zum Teil zumindest auch an die Prävention fließen. Also es wäre mir ein Gräuel, wenn die Abgaben, die man auf Cannabis draufschlägt, dann einfach im Staatsbudget verschwinden, sondern es wäre mir ein Anliegen, dass die zweckgebunden dann halt an die Leute weiterfließt, die nicht so gut mit Cannabis oder mit anderen Substanzen umgehen können. Also, dass das Hilfssystem aus Anlass der Regulierung, das wäre eine Chance, glaube ich, das Hilfssystem an Jugendliche auszubauen und flächendeckender und niederschwelliger attraktiver zu gestalten für Jugendliche. In der Schweiz ist zum Teil, in gewissen Landesregionen muss man zuerst eine halbe Stunde Zug fahren, bis man irgendeine jugendgerechte Beratungsstelle findet. Und das müsste man sicher noch ausbauen. Wie wird denn das Thema bei euch gesamtgesellschaftlich überhaupt wahrgenommen? Hat sich da die Haltung in der Bevölkerung irgendwie schon spürbar verändert? Ich glaube, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Also die Schweizerinnen und Schweizer dürfen ja immer wieder zu den unterschiedlichsten Themen abstimmen. Wir wählen nicht nur, sondern wir stimmen auch ab. Und da gab es in den letzten 20, 30 Jahren immer auch mal wieder Initiativen zu einem Legalisierung oder Legalisierung von Cannabis. Die wurden eigentlich samt und sonders versenkt. Aber in Umfragen, Bevölkerungsumfragen in den letzten Jahren scheint sich eine Mehrheit herausgebildet zu haben, die für eine realistischere Regulierung von Cannabis eintritt. Also ich glaube, das hat mittlerweile gute Chancen bei der Schweizer Bevölkerung auch als sinnvoll und konstruktiv angenommen zu werden, eine Regulierung. Hat sicher mit den internationalen Entwicklungen zu tun. Ich meine, dass ausgerechnet die Nation, die vor 70 Jahren das Cannabisverbot eingeführt hat, einzelne Bundesstaaten, Cannabis zum normalen Handelsgut erklärt habt, ist ja schon erstaunlich, dass gerade die USA da so vorgeprescht sind, Kanada, Uruguay etc. Aber auch der ganze Trend des medizinischen Cannabis hat dem Image von Cannabis sicher auch gut getan, dass viele Leute daran glauben oder sogar eigene Erfahrung gemacht haben, dass Cannabis durchaus auch eine Heilpflanze ist und nicht nur ein Rauschgift, um das bisschen zu karikieren. Ich könnte noch ewig weitererzählen mit dir zum Thema Cannabisprävention. Leider wurde ich ja zum Wächter der Zeit ernannt hier und wir haben ja nur eine Viertelstunde Zeit. Ich würde dir trotzdem noch gerne eine letzte Frage stellen, und zwar, wie ist denn deine Vision zu einer innovativen und zukunftsgerichteten Cannabispolitik? Ich beginne vielleicht zuerst negativ. Was ich nicht möchte, ist ein Cannabis-Wildwest in der Schweiz. Und euch wünsche ich das auch nicht. Ich möchte nicht, dass Cannabis eine normale kapitalistische Handelsware wird, sondern ich glaube, es gibt Substanzen, die besondere Gefahren haben und deshalb auch besondere Regulierungen brauchen. Und ich würde mir wünschen, dass das eben weder verteufelt noch glorifiziert wird, das Kraut Cannabis, sondern dass es einen risikoadäquaten Umgang, eine Regulierung gibt, um die Leute zu schützen, die Schutz brauchen, aber den anderen Leuten möglichst viel Freiheit zugestehen. Ich trete dafür ein, dass Konsum jeglicher Drogen nicht mehr strafbar sein soll, dass aber Handel, Produktion, Vertrieb, Distribution sehr eng kontrolliert gehört und da, glaube ich, braucht es eine starke Rolle des Staates. Wir müssen nicht unbedingt die Fehler, die wir beim Alkohol gemacht haben, mit den resultierenden Problemen wiederholen. Es ist eine historische Chance, erstmals ein verbotenes Genuss-, Sucht-, Rauschmittel einzuführen und das zu flankieren mit starken Kontrollmechanismen, damit es eben nicht damit die negativen Effekte nicht überwiegen. Da wünsche ich mir eine starke Position des Staates und nicht eine wirtschaftsliberale Lösung. Ich danke dir sehr für die Einblicke in eure Arbeit in der Schweiz. Es hört sich nach einer großen Aufgabe an, vor der wir hier stehen, aber auch vor einer großen Chance, mitgestaltend tätig werden zu können, jetzt gerade. Und
Ja, ich hoffe, dass wir in einem Austausch bleiben weiterhin und ich dir vielleicht beim nächsten Mal schon von den ersten Ergebnissen hier aus Berlin und aus Deutschland berichten kann. Wir werden ja sehen, wer von uns zuerst den oder die anderen in einen Social Club oder in eine sonstige Abgabestelle einladen kann, zumindest zur Besichtigung. Muss ja nicht gleich in Konsum ausarten. Ganz genau, die Verabredung steht. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ja, ich sage für heute auf Wiedersehen und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Dir auch, danke. Tschüss.